Was ist hier los? Wenn ich fragen darf. Ich will aber da tanken. Warte, ich frag, ob tanken. Aber wenn sie keinen Geist haben, die rauschen. Kann ich schnell hier tanken? Weil ich komme hier nicht mehr weiter. Sie sich jetzt an, nicht entfernen, da muss ich sie rein. Ah, sick, der geht lang. Sick, der rennt nicht. Ey, Jungs, sag mal den Cops, dass wir auch noch kommen. Den nicht auf uns schießen sollen. Digga, die sind übelst viele. Das sind 6, 7 oder so draußen. Die haben Stockmarsch. Der eine Cop ist ein gescheites Kind. Ja. Ein Cop ist auf dem Dach. Ey, Jungs, einen ist auf dem Dach. Ja, der ist wahrscheinlich ein Sniper. Ihr fuckt das nicht raus. Die meisten sind schön vorm Laden. Ich hab gesagt, dass ihr Geist drin habt. Mal so, warte mal, lass mich mal raus, ich ändere meinen Outfit noch hin. Fahrt doch mal bitte weiter, Digga. Dürfen wir nicht stehen? Dürfen wir nicht. Doch, dürfen sie. Ja, danke. Aus mit der Maustel. Warum ist die Scheiße gerade? Ich hab jetzt Verbot hier zu sein, 10 Stück ein, Kollege. Ja, sick, der geht hier. Idiot, Digga, was ist mit dem, ja? Digga, so ein asoziales Kind. Ich könnte jetzt easy einholen. Ja, das gibt da so einen Stock im Arsch, Alter. Leute, ist es erlaubt, wenn ich. Ah, man, okay. Ich gebe dir jetzt Hausverbot hier. Was willst du von mir? Wenn sie sich hier weiter befinden, habe ich das. Kind, Alter. Das ist außerhalb, du dummer Idiot, Digga. Das ist außerhalb, du Kind. Ja, dieses Dreckskind, Alter, er sagt. Ich bin so sauer auf das Kind. Darf ich es einfach abknallen, bitte? Lass uns hier aufs Dach chillen. Dach? Wollen wir Dach gehen? Aber dann denkt. Nee, lass nicht. Die denken, wenn die das sehen. Digga, wenn die das sehen, denken die, wir ficken die. Komm, das Dach jetzt. Ich glaube, die haben gestürmt, oder? Ist gestürmt, ja, die haben gestürmt. Stepan? Ja. Scheiß. Soll ich schießen? Seh niemand. Einer tot. Da ist. Rechts neben uns waren auch welche. Ganz viele. Wo rechts neben uns? Drüben. Sind da gelaufen. Aufpassen, du kannst Treppe hochkommen. Einer bleibt bei mir. Wer bist du denn? Bist du an der Leiter? Geh runter und schau mit dem Auto, okay? Jojo. Ich bin hier in der Mitte, auf dem Dach mit. Komm hier. Lebst du noch? Lebst du noch? Ein Kopf ist hier oben. Ja, Medic hat erstmal dein Auto angefahren, wo ich drin sitz. Oh, LSPD. Warte, ich war eine Geisel von denen. Ich hab zwar eine Waffe dabei, aber ich hab auch einen Waffenschein. Dann kann ich schon mal den nächsten gucken. An die Wand stellen, meine letzte Verwarnung. Ich war doch eine Geisel. Das klären wir alles gleich, bitte umdrehen. Ich habe eine Waffe dabei, aber ich habe auch dazu einen Waffenschein. Wer war's die Rechte? Ich war eine Geisel. Ich muss ihm trotzdem die Rechte vorlesen, bevor ich sie in den Handschellen packe, okay? Also, Sie haben das Recht zu schweigen, alles was Sie sagen kann und wie es vor Gericht gehen soll. Ja. Okay, und Ihre Rechte haben Sie auch verstanden? Ja. Okay, ich durchsuche Sie einmal. Ja, Sie finden eine Waffe, aber ich habe dazu auch einen Waffenschein. Okay, die Idioten haben mich als Geisel genommen und ich habe den ganzen Plan gehört. Mhm, kurzen Moment. Ey, war der hier auch Geisel oder war er Täter? Ich war da oben Geisel, die haben mich oben Geisel geholt. War er Täter oder Geisel? Er war auf dem Dach, glaube ich. Ja, ich war auf dem Dach, aber die haben mich dort als Geisel genommen. Ja, auf jeden Fall. Ich war eine Geisel, Digga! Und die Waffenlizenz entziehen? Ich bin eine Geisel. Dann lese ich einmal die Rechte vor. Hören Sie mir zu, werde ich jetzt erstmal die Waffe abnehmen und die Waffenlizenz. Aber ich war doch eine Geisel. Kollege, ich war eine Geisel. Warum wird mir alles abgenommen? Fragen mich nicht mehr, ob es mir geht oder so. Es sind alle Täter versorgt. Das hat mir vorgesetzt, dann hier so befunden. Sprechen Sie mal kurz hier hin. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Haben Sie scharfe oder spitze Gegenstände bei sich? Nein, ich wurde als Geisel genommen. Ich beschlagnahme Ihnen mal einmal Ihre Waffe. Das ist echt unfähig, Ihre ne? Waffenlizenz wird auch entzogen. Ja.
Ich brauche meine Rechte nicht, du bist einfach, ihr seid einfach lost, ne? Möchten Sie Ihre Rechte gar nicht wissen? Scheiße, genau, wenn trotzdem ich Sachen dabei habe. Herr Kollege? Ja. Ja, ich bin das Geisel genommen von diesen Okay, dann kommen wir jetzt erstmal zu den Strafen. 50er ist eine illegale, ne? So unfähig, ja, 50er, ich weiß gar nicht, ich glaube, die kann man auch im Waffenladen kaufen. Ich gehe jetzt Suppe kaufen. Okay, was, ich kann jetzt halt schlecht die Strafen aufstellen, ich weiß nicht, was ich... Wäre ich jetzt in den Knast gebracht, weil ich eine Geisel bin? Wer hat denn gesagt, dass Sie in den Knast kommen? Wir gucken erstmal, was ich, was draus wird. Nein, schauen wir weiter. Machen Sie erstmal jetzt einen Ruin. Also der Herr war nicht gefesselt. Ich wurde oben festgenommen von denen. Warte, ich tu noch einen Typen rein, warte. Also der Herr war ungefesselt, zusammen mit den Tätern auf dem Dach. Soll ich Ihnen alles erklären oder was? Ist ausgezogen. Also ich weiß ja nicht. Soll ich Ihnen das erklären, wie das war oder was? Sogar, wartet, er hat sogar die gleichen Schuhe wie die Täter noch an. Ja und? Ganz kurz, auch wenn ich die gleichen Schuhe anhab, er darf mich nicht erkennen, weil ich eine Maske auf hatte. Geiles AP, Jungs. Schlechtester Server namens Funlife. Yo. Warum es geht, Digga? Ich bin eine Geisel, ihr Unfähigen. Trotzdem hatten sie eine illegale Waffe. Hatte der auch eine illegale Waffe bei sich? Ich hatte keine illegale Waffe. Was ist mit der? Was ist mit dir? Ich hatte eine normale Pistole, du Idiot. Ey Jungs, ihr seid so unfähig, ne? Wisst ihr das eigentlich? Sie haben das Recht zu schweigen. Das ist mir so egal. Das wirklich vorschlagen. Das ist mir aber so egal, ihr seid so unfähig. So, ich werde noch schneller rausgekommen, als ihr denkt. Das Auto ist ein Problem. Ihr seid so unfähig. Ich war eine Geisel, ihr Idioten. Warum nehmt ihr mich fest? Ey, eine Frage, komme ich jetzt ins Gefängnis, weil ich eine Geisel war? Nur so eine Frage. Ey, gab's auch eine Schießerei? Ja, ne? Okay. Ja, ja, ihr seid so Mord an Start. Mord an Start. Ach so, und das weil ich. Dann kümmere dich um, wo ist der andere Täter? Nein, nein, nein. Achso, okay. Dann fahr du mit ihm. Digga, was du isst mit dir? Bist du unfähig oder so? Dumm. Ich hab keinen Ladenraub begangen. Checkst es jetzt. Bist du dumm? Ich bin eine Geisel, du dummer Idiot. Was ist mit dir? War ich in der Bank drinne? Junge, ich war eine Geisel. Was ist mit dir? Ey, die Pillenkapseln, ne? Die Pillenkapseln. Ja, für die Pillenkapseln können Sie mich gerne in den Knast einsperren. Aber ich war eine Geisel. Ja, okay. Aber warum hab ich... Digga, was ist mit Ihnen? Ey, war das auch eine zivile Geiselnahme? Ja, ne? Naja, zivile Geiselnahme. Obwohl. Doch, ich denke schon. Nein, aber die hatten keine Geisel, die hatten keine Geisel. Die hatten zivile Geiselnahme. Die hatten keine Geisel. Ich sperre mal das Auto auf. Junge, ich war die Geisel, Alter. Seid ihr unfähig? Bitte lass mich schauen, Bruder, bitte. Bruder, Antonio, komm schon. Chris, komm Suppe. Ich geh's dein Herz. Ich komm Suppe. Also, kann ich doch eine Sache kurz wissen? Ich werde festgenommen, weil ich eine Geisel war. Und ich eine Waffe dabei hatte für halt deine Fresse. Warte. Ich war eine Geisel, Digga, was stimmt mit euch nicht? Wir beide tun nur das, was unsere Vorgesetzten sagen. Außerdem habt ihr beide eine Waffe bei euch. Ich hab einen Waffenschein, du dummer Idiot. Lass mich doch mal ausreden. Der eine. Digga, soll ich dir den Waffenschein zeigen? Der eine hat einen Waffenschein bei sich. Der andere wahrscheinlich nicht, wenn du es so sagst. Also, oh mein Gott. Herzlich willkommen, Support. Wie kann man dir weiterhelfen? Warum? Ja, Digga, hier sind Cops komplett dumm. Situation beteiligt bin. Tja. Unfähig. Ey, Jungs. Ja? Der eine macht selbst Support. Wie scheiße heißt. Ja, ich war im Supporten. Der labert die ganze Zeit irgendwelche Scheiße. Soll ich respawn? Ich hab sowieso noch eine Minute drauf. Ja, respawn einfach. Scheiß auf die Pisse. Was für Hurensöhne, Alter. Was für Hurensöhne, Witz, Digga. Ich darf nicht auf respawn, perfekt. Ich hab gespawnt, Alter. Das ist scheiße. Digga, mit denen ist so viel falsch, ne? Was für Opfer, Junge, Digga. So was hab ich noch nicht erlebt. Alter. Warum gibt's eigentlich Supporter, die auf Bullen sind? Keine Ahnung, gibt's. Digga, der hat. Ey, guck mal. Dieses eine kleine Dreckskind, was mir ihr Platzverweis gegeben hat. Hat mich gemoved und hat die ganze Zeit Eigensupport gemacht und hat die ganze Zeit so gesagt, was für eine Scheiße ich und so mache. Was für eine Scheiße wir machen. Dass wir die Regel brechen. Ja, Jungs, das Video war ziemlich aufwendig. Thumbnail 3 Stunden, Karten 3 Stunden. Werd mich über ein Like und ein Abo freuen.
und haut rein. Dieses eine kleine Dreckskind, was mir ihr Platzverweis gegeben hat.